Wieder mal Urbex Mikado, war mein erster Gedanke, als wir das Grundstück unseres heutigen verlorenen Ortes betreten. Doch recht schnell kann ich Entwarnung geben, denn neben einer ziemlich altertümlich aussehenden Scheune thront da im Hintergrund auch noch ein Wohngebäude. Ein wunderschönes Fachwerkhaus, um genau zu sein. Alt sieht es aus. Richtig alt. Doch nicht nur das Wohnhaus scheint bereits einige Jährchen auf dem Buckel zu haben. Direkt davor wurden gleich zwei landwirtschaftliche Gefährte abgestellt. Dieser Freund hier hat genau mein Alter. Ein guter Jahrgang, wie ich finde. Der zweite Traktor ist sogar noch ein Stückchen älter. Der Schlepper von McCormick stammt aus den frühen 1960ern. Ist nicht meine Welt, aber wie er da von den Brombeersträuchern festgehalten wird, das hat schon was. Dies ist mein zweiter Besuch hier. Beim ersten Mal klangen meine Eindrücke wie folgt. Wir haben ein kleines Häuschen gefunden, vor dem dieser wunderbare Traktor steht. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob das was kann, dieser Ort. Ziemlich zugemüllt leider, aber auch ein paar schöne Räumchen, ohne Zweifel. Es gibt kein Video, aber für Fotos auf jeden Fall ein ganz netter Ort. Wie man sich doch täuschen kann, denn dieser verlorene Ort entpuppte sich als Zeitkapsel der Oberklasse. Als wir das erste Mal vor Ort waren, hatten wir viel zu wenig Zeit. Die Sonne war bereits am Untergehen und so konnte ich lediglich ein paar Fotos machen. Eines war mir aber relativ schnell klar. Ich muss hierher zurückkommen. 3 Wochen später ist es soweit. Heute bin ich alleine angereist. Das Wetter ist erneut ein Traum. Und ich habe alle Zeit der Welt, diese Zeitkapsel bis in den letzten Winkel zu erkunden. Ihr hattet sie sicherlich bereits erspäht. Die quer durch den Raum verlaufende Leine, an der noch immer feinsäuberlich die Wäsche zum Trocknen hängt. Tatsächlich glaube ich, dass das alles noch original und ausnahmsweise einmal nicht dekoriert ist. So etwas denkt sich doch niemand aus. Auch die Position der Wäsche ist geschickt gewählt, direkt am Kamin mit seinem glänzenden Ofenrohr. Ich bin mir sicher, hier war es auch im Winter gemütlich warm. Einer meiner Leitsprüche lautet ja, immer schön die Augen offen halten. Sonst übersieht man so etwas oder das, was sich unter dem Topf versteckt. Der Berg des Grauens. Hört sich spontan nach einem billigen Groschenroman an, ist aber in Wirklichkeit ein Tatsachenbericht aus einem Konzentrationslager im besetzten französischen Elsass. Nach diesen grotesken Figuren wenden wir unsere Aufmerksamkeit der eigentlichen Küchenzeile zu, wo schon lange nichts mehr gekocht worden ist. Hier wurde also gekocht und ein Stückchen weiter rechts wurde gegessen. Kurze Wege. Sieht irgendwie gemütlich aus, diese kleine Essecke, oder? An einem der Stühle hängt das Netz zum Einkaufen und auch der Tisch ist zumindest teilweise noch eingedeckt. Gegessen hat hier jedoch schon sehr lange niemand mehr. Thank you.
auf die Gefahr hin, dass ich mich bereits jetzt wiederhole. Es ist wirklich krass, wie unendlich alt hier alles ist. Als ob die Zeit vor 100 Jahren stehen geblieben wäre. Eingefroren. Einfach so. Vor allem aber stößt man auf Dinge, die man schon sehr lange nicht oder überhaupt noch nie gesehen hat. Beispielgefällig? Ebenfalls an der Wäscheleine hängen Kräuter und Knoblauch zum Trocknen. Ein bezaubernder Anblick. Hinter der Knoblauchbarriere an der anderen Seite der Wand steht ein alter Küchenschrank mit wunderschönen Milchglasscheiben und jeder Menge Gewürzen dahinter. Alles steckt voller Details. Manche Dinge wirken skurril, deplatziert, wie zum Beispiel ein Spiegel, der am Küchenfenster befestigt ist. Wieso dort? Ich bin ratlos. Bisher hatten wir uns ja noch gar nicht mit den Bewohnern oder der Geschichte des Hauses beschäftigt. Das ändert sich, als ich hinter einer zerbrochenen Milchglasscheibe etwas wirklich Spektakuläres entdecke. Aus der Amtsstube eines Notars im Elsass befindet sich dort ein Kaufbrief. Vom 18. August 1899. Dies ist eines der ältesten Dokumente, das ich jemals in meinen Händen hatte. Es geht darin um den Verkauf eines 45 A großen Wiesengrundstücks an einen Herrn namens Josef. Er war Bauer von Beruf und dieses Stück Land für 560 Mark war nur eines von vielen, die er besaß. Wirklich interessant ist auch die Gebührenaufstellung für den Verkauf. Honorar des Notars 5,60 Mark. Der Stempel kostete 1,20. Das teuerste war die Registrierung. Insgesamt gute 41 Mark. Noch ein paar letzte Impressionen aus der Küche. Ein großartiger Auftakt, wie ich finde. Küche? Check! Und weiter geht's. Überlegt euch am besten selbst, welche Funktion das nächste Zimmer gehabt haben könnte. So viel sieht man aber bereits. Auch das ist ein Traum für jeden Hobbyarchäologen. In der Ecke lehnt windschief ein gemütlicher Sessel. Eine Gehhilfe daneben an der Wand. Ein alter Hut wurde passend dazu dekoriert. Auch hier das, was wir schon so oft gesehen haben. Eine Ecke hergerichtet. In der anderen stapelt sich der Müll. An der Wand über der Nähmaschine hängt etwas, das wichtig ist für die Geschichte dieses verlorenen Ortes. Eine Urkunde oder, um genauer zu sein, ein Führungszeugnis. Ausgestellt für einen französischen Soldaten einer Kavallerieeinheit in Nordafrika. Sein Name war Sean und er war der Sohn von Josef. Wir schreiben das Jahr 1959. Ein bewaffneter Konflikt um die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich ist in vollem Gange. Hunderttausende Algerier sterben im Kampf für die Freiheit. Bis heute wird der Krieg in Frankreich als nationale Schmach am liebsten verdrängt. Das Führungszeugnis von Jean besagt jedenfalls, dass er während seiner Zeit im Militärdienst ein gutes Benehmen bewahrte und stets mit Ehre und Loyalität gedient hat. Was mich erstaunt, ist die Tatsache, dass die Urkunde überhaupt noch dort hängt. So etwas wird normalerweise immer recht schnell entwendet. Ich suche mal weiter. Und zwar im Schrank mit seinen verspielten Beschlägen, hinter dessen Türchen sich auch wieder jede Menge spannende Dinge verbergen. Da wäre zunächst ein Fläschchen mit Hustensaft. 5-mal täglich bitte. Dann etwas, das eventuell ein Wundverband gewesen sein könnte. Sowie jede Menge hiervon. Krankenkalender. Okay, sagt mir nichts. Mal reinschauen. Langweilig.
Deutlich besser ist das, was ich dann in einem Ledermäppchen aus einer tunesischen Hafenstadt entdecke. Ach, das ist ja geil. Schaut mal. Habt ihr die gleiche Vermutung, die ich auch habe? Dieser Kerl auf dem Kamel ist unser Soldat Sean vom Führungszeugnis aus dem Algerienkrieg. Ich möchte da jetzt einfach mal dran glauben. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Lieber nicht. Rauchen ist sowieso ungesund. Deshalb verlasse ich Marlboro Country auch sofort wieder und begebe mich ins direkt gegenüberliegende Wohnzimmer. Was bisher noch komplett fehlte, wird uns hier im Übermaß begegnen. Das Thema Religion. Im Zimmerschrank stapeln sich die Unterlagen. Interessanterweise gibt es für jedes Jahr einen großen Umschlag, in dem alles drinsteckt. Da war jemand sehr akribisch oder sehr faul. Mal schauen, ob dieses kleine Büchlein ebenfalls entsprechend geführt wurde. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Was zur Hölle ist das? Schlau geworden bin ich daraus nicht. Ich lege es natürlich zurück und schaue weiter. Alles ist voll mit Dokumenten. Ich wünschte, ich hätte an dem Tag jemanden dabei gehabt, der die Spreu vom Weizen trennt. Alleine kann ich nur oberflächlich schauen. Der Babybrei rechts, haltbar bis 2013. Das Sparbuch im Vordergrund? Ein Blick hinein ist es sicher wert. Okay, 12 Mark. Das ist, nicht wirklich viel. Dann entdecke ich auf dem Fußboden noch zwei Büchlein. Henri steht auf dem einen. Das andere ist ein Lehrwerk, der Unterricht der deutschen Sprache. Von wann das wohl ist? Es handelt sich um die dritte verbesserte Auflage aus dem Jahr 1931. Mal ganz schnell durchblättern. Und damit zu Henri. Er war der zweite Sohn von Josef, dessen Ehefrau übrigens Anne hieß. Henri war der mittlere von insgesamt drei Buben, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hier mit im Haus des Bauernehepaars wohnten, nach der Schule den Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb halfen, bis sie schließlich alle in irgendwelche Kriege hineingezogen wurden. Sei es nun der bereits erwähnte Algerienkrieg oder natürlich der Zweite Weltkrieg. Alle kehrten sie gesund und wohlbehalten zurück, gingen natürlich irgendwann getrennte Wege, aber einer von ihnen übernahm den elterlichen Hof in Eigenregie, wo er auch bis zu seinem Tod im Jahr 2012 lebte. Ihr habt drei Versuche, aber nur wenige Sekunden Zeit, den richtigen Namen zu nennen, bevor ich euch die Lösung präsentiere. Ihr erinnert euch an die Krücke im Nähzimmer? Es ist gut möglich, dass sie dieser Verletzung hier geschuldet ist, die sich Sean im Jahr 1997 zugezogen hatte. Und nur der Vollständigkeit halber, nicht, dass mir wieder Beschwerden kommen, seine Blutgruppe war 0, Rhesusfaktor positiv. Was mich an diesem verlorenen Ort einfach so begeistert, ist die Tatsache, dass er zwar erst seit einem Jahrzehnt leer steht, aber sein gesamter Zustand inklusive der Einrichtung so alt zu sein scheint, dass ich mich schon frage, ob man hier überhaupt noch normal leben konnte. Fakt ist, im gesamten Haus gibt es keine Toilette, geschweige denn ein Badezimmer. Mit dieser Erkenntnis richte ich meinen Blick nach oben. Und da es hier im Erdgeschoss bereits so viel zu entdecken gab, kann ich es wirklich kaum erwarten,
das obere Stockwerk zu erkunden. Wie nicht anders zu erwarten war, setzt sich der Eindruck von unten fort. Alles ist alt. Wir sind noch immer ein gefühltes Jahrhundert zurückgeworfen in der Zeit. Das möchte ich einmal in Ruhe genießen. Damit melde ich mich wieder zurück, denn im nächsten Raum gibt es etwas, wo ich eure Hilfe brauchen könnte. Hinten im Dunkel des Raumes versteckt sich etwas, das ich zuerst für eine Vogelvoliere hielt. Beim genaueren Hinschauen entpuppt es sich jedoch als eine fliegensichere Box, in der Räucherware zum Trocknen aufgehängt werden konnte. Das konnte ich noch klären. Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings das, ich nenne es mal, Fässchen am Boden der Räucherkiste. Ich habe mehrere Ideen, was es sein könnte. Wollen wir ein Spiel spielen? Was ist das für ein Fass? A. Ein Schleiffass. B. Ein Butterfass. C. Ein Waschfass. Oder D. Ein Gerbfass. Wer glaubt, die richtige Antwort darauf zu kennen, schreibt die entsprechende Lösung doch bitte in die Kommentare. Diese Türe hebe ich mir noch ein wenig auf, denn zuerst möchte ich kurz hoch auf den Dachboden schauen. Auch hier das bereits bekannte Bild. Ein Speicher aus einem anderen Jahrhundert, dazu ein Stapel zerfressener Zeitungen. Mal schauen, ob ich irgendwo ein Datum finde. Die Woche vom 26. Juli bis zum 1. August. Okay, aber eine Jahreszahl wäre deutlich besser. Feinsäuberlich gebündelt liegen sie hier wahrscheinlich seit Jahrzehnten. In der großen Holzkiste dahinter gibt es noch jede Menge mehr davon. Wieso man so etwas aufhebt, ich weiß es nicht. Was ist das? Ich dachte zuerst an ein Gewicht aus einer Standuhr, aber diese Befestigungen? Vielleicht wieder ein Fass? Ein Weihrauchfass? Nun aber wirklich zu bereits erwähnter Türe, deren Griff allein Großes verspricht. Auch wenn der Türknauf bereits fehlt. Uiuiui, das ist geil. Thank you.
einem der Betten liegen zwei Schreibhefte. Das rechte gehörte Jean. Zumindest steht sein Name vorne auf dem Umschlag. Ich schaue aber zunächst ins linke. Recht schnell erkennt man, dass es sich dabei wohl um ein Diktatheft handelt. Teilweise befinden sich darin auch deutsche Passagen. Diese Aufzeichnungen wurden wohl von Henri angefertigt. Und zwar im Jahr 1930. Damit zu dem braunen Notizbuch von Jean. Es ist eine bunte Mischung aus Schönschreibübungen, Mathematik, Technik, aber vor allem enthält es jede Menge kleine Kunstwerke. Entstanden in der Mitte des 20. Jahrhunderts, trägt diese Zeichnung den passenden Titel »Wir bringen das Heu«. Man möchte aus diesem Urbex-Traum eigentlich gar nicht mehr aufwachen. Doch wie man hört, aber eben auch sieht, sind die Tage dieses verlorenen Ortes wohl gezählt. Das Gebäude soll abgerissen werden. Bald. Wieso die ganzen persönlichen Dinge zurückgelassen worden sind, kann ich euch leider nicht sagen. Denn einer der drei Brüder lebt noch, hier im Ort. Er ist inzwischen fast 95 Jahre alt. Antoine ist sein Name. Nach 60 glücklichen Ehejahren verstarb seine Frau vor nicht allzu langer Zeit. Doch allein war Antoine nie. 10 Enkel und 8 Urenkel schauen immer mal wieder bei ihm vorbei. Sein Elternhaus jedoch wäre wohl sowieso nicht mehr zu retten gewesen. Den schlechten, vor allem aber den vollständig aus der Zeit gefallenen Zustand sieht man bei jedem Schritt und Tritt. Einsturzgefahr hin oder her. Ich frage mich trotzdem, wieso nicht zumindest einer der Enkel hier noch ein paar Sachen zusammengepackt hat. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, was bereits alles mitgenommen wurde. Belassen wir es einfach dabei. Hinter der Schlafzimmertüre versteckt sich ein weiterer dieser wunderbaren Kaminöfen. Deutlich kleiner zwar als der im Wohnzimmer direkt darunter, aber nicht weniger schön. Wenn meine Recherchen stimmen, ist das ein sogenannter Vogesenofen, benannt nach seiner landestypischen Herkunft, gegossen im elsässischen Hüttenwerk De Dietrich. Entstanden sind Exemplare wie dieser hier Ende des 19. Jahrhunderts, weshalb ich fest davon ausgehe, dass der Gussofen Teil der originalen Einrichtung des Hauses ist. Eine interessante Sache ist mir hier noch aufgefallen. Das Ofenrohr leitet den Rauch nicht direkt in den Kamin, sondern macht noch eine Art Schlenker, um die Abwärme möglichst effizient zu nutzen. Oder einfacher ausgedrückt, es wurde schneller warm. Bekanntermaßen gab es hier keine Toilette im Haus, dafür aber Bettpfannen. Und darunter versteckt sich noch ein kleiner Schatz. Es ist immer erfüllend, wenn man Namen, Gesichter zuordnen kann. Dieses Foto zeigt Josef und seine Frau Anne, das ursprüngliche Bauernehepaar und somit auch die ersten Bewohner des Hauses. Das war ihr Schlafzimmer gewesen. Eine Türe bleibt noch. Ich spicke kurz vorsichtig hinein, bevor ich sie aufdrücke. Stillstand auch hier. Eine Jacke hängt an der Wand. Die Garderobe ist mit weiteren Exemplaren bestückt. Dass sie hier schon sehr lange hängen, sieht man. Eine ist regelrecht von Motten zerfressen worden. Jetzt war das hier aber kein reines Jackenlager, sondern dieses Zimmer hatte zumindest zeitweise eine andere Funktion. Es war einmal ein Kinderzimmer. Thank you.
genaueren Blick wert ist noch das Türschloss. Das ist wieder einer dieser Momente, an denen ich mich frage, was wurde hier draußen gehalten? Ein mehr als eigenartiges Design, das mich irgendwie an die komplizierte Verriegelung aus dem Wasserschloss erinnert. Damit bin ich fertig hier oben. Beim Zurückgehen stoße ich noch auf etwas, das hier nicht hingehört. Original verpackte Schnittmuster für eine Schürze. Die gehören hierhin. Ich springe noch einmal ganz an den Anfang zurück. Vielleicht war dem einen oder anderen da bereits eine Sache aufgefallen. Die Luke im Boden. Dass es dort in den Keller runtergeht, war klar. Und dass ich jetzt in den Keller runtergehe, war auch klar. Dass sich dort allerdings große Weinfässer verstecken, das war nicht klar. Für mich als jemand, der nicht gerade ein Spinnenfreund ist, ist der Weinkeller eher ein Albtraumort. Auch wenn es außer den Fässern noch weitere zeigenswerte Dinge gibt. Was links im Hintergrund aussieht wie eine Coke-Kiste, entpuppt sich bei genauerem Hinschauen als Kasten mit irgendeinem Fruchtsaft. Ich tippe mal auf Apfel. Und dann liegt da noch eine Krücke. Wo die hingehört, wissen wir. Schließlich hängt auch hier Knoblauch zum Trocknen. Doch der ist durch. Damit bin auch ich fast durch. Eine Aufgabe habe ich allerdings noch zu erledigen. Oben im Zimmer des Wüstenkriegers. Jean hätte sich darüber gefreut, dass alles wieder in Ordnung ist. Und so kann ich mit einem guten Gefühl das uralte Bauernhaus verlassen, wissend, dass es nicht mehr lange existieren wird, aber ich seine Geschichte und die seiner Bewohner zu Ende erzählt habe. Folgendes erwartet euch auf dem nächsten Tape. Es wird richtig religiös. Wir sind wieder unterwegs in Belgien, wo wir ein Gebäude betreten, das auf den ersten Blick gar nichts mit dem zu tun hat, was wir eigentlich erwartet hatten. Doch wer suchet, der findet. Oh, und das sind wir. Geil. Yes. Es ist ohne Zweifel die schönste verlassene Kirche, die ich bisher besuchen durfte. Eine Sache verwirrt mich allerdings wirklich. Ach du Scheiße, was ist das denn? Schau dich das an. Das sind ja OP-Liegen und so ein Zeug. Die Tage werden länger, das Wetter hoffentlich auch bald wieder besser und die 25.000 sind fast erreicht. Es ist an der Zeit, die Urbex-Sandalen herauszuholen, auf Hochglanz zu polieren und die Saison 2022 offiziell zu eröffnen. Das Abenteuer geht weiter.